Wir stellen euch jetzt mal kurz die ganzen Hasbro-Neuheiten vor. Neben mir ist die Frau Krämer. Hallo. Hallo. Was habt ihr denn heute, dieses Jahr für uns im Angebot? Wir haben dieses Jahr mit dabei Fummelei, Partyspiel für Groß und Klein. Besonders bei dem Spiel ist, dass man seinen Daumen abgebunden hat. Man arbeitet also nicht mit Daumen, sondern wirklich ohne Daumen. Und man hat dafür diese Daumen ohne Daumenbänder und muss, das ist gar nicht so einfach, manchmal seinen Daumen eben hier reinbringen und den komplett abbinden. Wenn man das auf beiden Händen macht und man wirklich nur noch die vier Finger zur Verfügung hat, dann sind die Spiele halt relativ kompliziert. Und man muss verschiedene Challenges lösen. Also man muss kneten, man muss malen oder man muss machen. Es sind dann Sachen wie zum Beispiel ein Hemd auf- und zuknöpfen oder das Kissen aus dem Kissenbezug nehmen. Also wirklich tricky Geschichten. Und wer als erster drei Karten gewonnen hat, drei Challenges gewonnen hat, der hat das Spiel gewonnen. Okay. Genau. Dann haben wir hier ein Geschicklichkeitsspiel, so wie es aussieht. Ja, das ist Coin Hole. Auch ein Geschicklichkeitsspiel. Und zwar geht es dabei um die Münzen. Diese Coinhole-Münzen und diese Münzen müssen eben in diesem Loch hier landen. Und es muss aber auf eine ganz besondere Art und Weise passieren. Und zwar müssen die Münzen einmal hier vorne aufmachen und dann beim zweiten Sprung müssen sie eben drinnen landen. Ich kann mal kurz gucken, ob ich es hinbekomme. Ja, sah schon gar nicht so schlecht aus. Genau, und das kann man eben auch mit vielen Leuten zusammen spielen und parallel in Teams gegeneinander spielen. Das ist dann so ein Staffellaufprinzip. Bis man getroffen hat, dann gibt man es an seinen Teamkameraden weiter. Und wenn alle im Team einmal durch sind, dann nimmt man sein Brett, stellt mal den anderen oben drauf und dann gibt es den Sudden Death. Und das Team hat noch einmal die Chance, mit einem Wurf seine Münze zu versenken. Und wenn das nicht geklappt hat, dann hat das erste Team gewonnen. Genau, auch ein witziges, schnelles Partyspiel. Genau, und dann haben wir noch Outburst dieses Jahr neu. Und bei Outburst geht es darum, eben, dass man zu einem bestimmten Oberbegriff, zum Beispiel Schweizer Kantone, gar nicht so einfach, eben dann Unterbegriffe findet. Man spielt in Teams, hat eben den Oberbegriff und das gegnerische Team muss Unterbegriffe dazu finden und wer die meisten hat, der gewinnt dann die Runde. Ist ein Klassiker, der zurück ist und ich meine, das war früher nicht ab 16. Genau, das ist ein Klassiker, der zurück ist und das war früher nicht ab 16, das kann sein. Ich meine, von den Themenvielfalt her ist das jetzt hier etwas komplizierter bzw. anspruchsvoller für Erwachsene. Ja, du hast einiges mehr an Karten auch drin. Es sind, glaube ich, über 200, 300 Karten, die da drin sind. Also Spielspaß, der eine ganze Weile anhält. Dann kommen wir zu einem Partyspiel. Dann kommen wir zu einem eigentlich Vorschülerspiel, aber eignet sich auch wunderbar als Partyspiel, zu Pippi Party. Und hier entscheidet ganz klar das Zufallsprinzip und dreht eben hier oben am Rad, an der Toilettenrolle in dem Fall. Und der sagt mir eben, dass ich jetzt zweimal drücken muss und hat dann eben hier an der Seite die Mechanik. Und man drückt dann eben, hält sein Gesicht dann auch da drüber und nichts passiert. Aber den es in dem Fall erwischen würde, der ist dann raus. Genau. Ja, nicht nur beliebt bei kleinen Kindern, sondern auch bei den großen Kindern. Und dann als letztes haben wir Monopoly. Das sieht so aus, als hättet ihr eine Lizenz mit Nintendo. Genau, die haben wir in unserem Monopoly Gamer. Und Monopoly Gamer verbindet eben das Beste aus Monopoly mit dem Besten aus der Videospielewelt von Mario. Und so ist es eben auch aufgebaut. Also es gibt keine Straßennamen mehr, sondern es gibt Level. Es gibt kein Geld mehr zu verdienen, sondern es gibt eben Münzen. Wenn man über loszieht, bekommt man nicht nur Münzen, sondern hat auch Bosskämpfe, so wie man das aus dem Videospiel auch kennt. Das Ganze ist dann ein bisschen schneller als das klassische Monopoly, spielt sich wunderbar auch in einer Stunde zusammen durch und macht einfach ganz viel Spaß, weil es aus beiden Welten das Beste verbindet. Und hat super süße Miniaturen. Genau, es gibt die super süßen Spielfiguren dazu. Und es gibt auch nicht nur die vier Spielfiguren, die wir hier sehen, sondern es gibt auch noch Erweiterungspacks zu dem Ganzen. Das sind dann nochmal 8 neue Figuren, die man dann auch ins Spiel einbringen kann. Das also ist dann, kann man sich seinen Nintendo-Helden aussuchen? Man kann sich seinen Nintendo-Helden aussuchen und mit dem dann spielen, genau.